euch. Du bist aus Hamburg, wir sitzen wieder im Doppelpack. Wir schreiben heute den 14. Dezember und heute haben wir uns André ausgesucht. André. Und dem werden wir heute ein bisschen was beibringen. Wir haben ja früher auch was beigebracht bekommen und wir haben gedacht, das geben wir heute weiter. Ja, du beginnst mit der Mauer und ich bringe ihm gleich die Katze rein. Ja, zum Schluss zeige ich dir noch ein bisschen was zum Tic-Tac. Okay. Tic-Tac. Ja, ich erkläre dir noch was. Alles klar. Auf, da hochklettern. Das ist richtig schön. Du brauchst Körperspannung. Willst du dich im zweiten Text hingeben und schließlich nach oben ab. Den zweiten Fuß ein bisschen oben setzen. Und wenn du dich festhältst, zieh dich nach oben hin ran. Du kannst jetzt mal gucken, ob du auch die DSK-Mauer schaffst. Ja. Genau, die Mauer hier vorne. Alter. Ja. Erstmal versuchst du überhaupt anzukommen. Okay, erstmal mit einer Hand, dann die zweite Hand direkt nachgreifen und dann versuchst du dich hochzuziehen. Gut. Versuch deinen Körper in Spannung zu behalten. Gut. Super. So, wer kann sich noch an diesen Spot erinnern? Richtig, Barfußtraining. Ach ja, super. Genau. Hab ich was vergessen. Ja, hier mit dieser schönen Kante und so. Ja. Präzisionssprung bedeutet, mit geschlossenem Bein abspringen, mit geschlossenem Bein landen. Und zwar landest du mit weit geschlossenen Beinen in etwa so. So zu landen. Ja, schon ganz gut. Versuche ein bisschen weiter in die Hocke zu gehen. Du landest ebenfalls im 90 Grad. Du benutzt die Arme, um dich nach vorne, praktisch nach vorne zu schleudern. Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang, ein bisschen Multitasking, aber daran gewöhnt man sich. Du kannst ja mal versuchen, von Kante zu Kante zu springen. Wenn du dich nicht ganz traust, spring ruhig zuerst einmal hier vor. Aber ich denke, das geht so leicht, das geht bald. Perfekt. Dann machen wir jetzt ein Kitz einen Schritt vor. Okay, du bist ein Naturtalent. Wir gehen jetzt mal zu dem roten Teppich. Wir stellen uns jetzt mal vor, das hier und das hier ist Lava. Das Einzige, was du berühren darfst, ist das hier. Das heißt, du musst den Rätsel jetzt hier rüber springen. Sonst stirbst du in der Lava, du hast keine extra Leben. Bist du in der Lava? Ah, das ist so.
Problem bei diesem Laufen ist, es ist wirklich schwierig, wenn du so auf diese Distanz läufst, wirklich präzise zu sein. Das heißt, mach so etwas nicht, wenn du auf Geländern bist. Außer du bist dir absolut sicher, dass du es kannst. Fast. Das ist die Schwierigkeit dabei. Das braucht dir ein bisschen die Kraft. Kannst du das bitte mal vormachen? Ah, fast! Hey, das ist was fürs Montagsvideo. Was? Das ist was fürs Montagsvideo, Spotreinigen. Ja, das waren so die Skater. Das sieht man hier auch, alles die ganzen Rotzflecken. Ich bin ein Fan von Skatern, muss ich ehrlich zugeben. Ist auch so, ne? Wir machen die Cat. Cat ist eine Möglichkeit, Mauern zu überwinden. Und ich finde, dieser Job, der ist neuerweise hier, das hat sich dann perfekt ergeben. Cat bedeutet, du drückst dich hier auf der Mauer ab und springst mit beiden Beinen durch die Arme. Burgsprung machst du so. Bei der Cat ist das genau andersrum. Da gehst du mit den Beinen durch die Arme durch. Und der Cat fangen wir an, indem wir erstmal einfach rausgehen. Das heißt, du machst so. Okay. Ja, ist nicht besser. Jetzt versuchst du die Beine bis hier hin. Schon ein bisschen hoch zu befördern durch den Absprung. Und mit den Armen korrigierst du dann deine Körperhaltung für die Landung. Noch höher, höher, komm, du kannst fast in die Hand. Bauchklapper, genau, super, super. Oh, wenn du das kannst, dann gewinnst du den Nobelpreis. Kannst du doch gar nicht. Es war auf jeden Fall jetzt besser. Ja, es sind sie übertrieben nah dran. Also. Ursprünglich bringe ich die Double Cat immer bei, indem ich, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Kranzstein haben, dass man so ranfällt. Oh. Ey, das war schon mal der erste Ansatz. Warm und spring wieder ran. Von wo würdest du anlaufen und wo würdest du gegenspringen? Und dich dann da hoch zu greifen. Greif dich ab und fließt hier hin. Hier anlaufen, dann kannst du noch hier anlaufen und da. Und nach da kippen. Du kannst aber auch hier anlaufen und nach da kippen. Vielleicht einfach. Wenn du hier lange in der Luft bist, irgendwann kommt die Schwellkraft und du fällst zu Boden. Schnell Anlauf nehmen, schnell abstoßen, schnell ranspringen. Zweitens, du musst dich kräftig abstoßen, damit das eben schneller wird. Drittens, du musst dich so ein bisschen auch versuchen, nach oben zu kicken, nach oben zu springen. Und dann hoch, ne? Du willst dann hier gehen und zurück. Ja, du hast es geschafft! Das doch nicht. Einmal die Wand, nochmal die Wand. Das ist dich hier abzustoßen und hier einen Tritt drauf zu machen. Super. Pascal? Eher mehr oder eher weniger Feder? Eigentlich ein bisschen mehr, ne? Je mehr du federst, desto besser, weil wenn du an die Wand gehst, du kannst es nicht einfach so machen. Genau, schon, genau, das war nämlich sein Fehler gerade. So, sehr gut. Du musst immer genau darauf achten, wo willst du umtreten. Gut. Okay, diesmal bist du beim ersten Mal ziemlich hochgekommen.
Dadurch hast du kaum noch Auftrieb, wenn du gegen die zweite fließt. Versuchen wir hier wirklich, meinetwegen minimal später abzuspringen, sodass du hier noch eine Chance hast zu steigen. Ja? Das ist jetzt hier zum Fließen nach oben. Okay, wir machen hier jetzt mal einen Cut. Wir üben das noch anderweitig ein bisschen weiter. Man kann nicht erwarten, dass du wirklich alles heute kriegst. Du hast verdammt viel heute gelernt. Danke. Ja, ich bin wirklich stolz auf dich. Ich auch.